Hey ho, meine Lieben, heute machen wir einen Bacon-Fischstäbchen-Burger. Aber bevor wir reingehen und das angucken, was wir alles an Zutaten haben, die Feuerplatte anfeuern, schauen wir hier erst einmal in das Backerl rein, was ich da Schönes von Moester bekommen habe. So, ein Gewicht hat es auf alle Fälle. Jo, legen wir los, werden wir groß. Wow, wie passend, das Wokkrönchen für die Feuerplatte, sehr geil, sehr, sehr geil. Na, komm raus, du Feigling. Richtig schöne, schwere Gusskonstruktion. Hat jetzt bald ein Jahr gedauert, bis die erhältlich war. Warum? Ja, es hat immer wieder leichte Probleme gegeben mit dem Guss, mit dem Brechen, und das haben sie jetzt anscheinend in den Griff bekommen. Ja, die lege ich gleich einmal auf. Jawohl. Sollte natürlich auch immer hinterher eingeölt werden, damit sie nicht zum Rosten anfängt. Wow, Barbecue Sizzlewurst. Schauen wir den uns auch mal an. Jo. Hier unten noch angegossen, also von der Gussform her, damit das Ding auf der Krone nicht rumrutschen kann. Sehr geil. Und so sieht das Ganze dann aus. Jo, auf alle Fälle auch schön einölen. Gegen Rost, ganz klar. Was ich jetzt aber demnächst einmal machen werde, weil ich ja die Platte immer heraus stehen habe. Ja, mir hat es ein bisschen angerostet, die Platte. Die werde ich jetzt dann irgendwann einmal extra Video machen, wie man die schön komplett entrostet. Genau. Aber jetzt gehen wir rein, schauen wir uns die ganzen Zutaten an. Ja, in der Zwischenzeit werde ich noch die Platte ein bisschen anfeuern und dann können wir loslegen mit unseren Burger bauen. Das ist doch mal eine übersichtliche Übersicht. Mehr brauchen wir auch gar nicht. Wir haben hier jetzt 8 Fischstäbchen, 4 Stück für jeden Burger. 2 Burger mache ich, 2 Burger Buns, Bacon, handelsübliche Remoulade. Ich habe da jetzt ein bisschen Gurkenwasser rein, weil die wird jetzt noch verfeinert mit den 2 Gürkchen, wo ich hier habe. Die werden klein gehackt, klein gehäckselt und kommen da dann noch mit untergerührt. Dann da hinten 2 Salatblätter, einfach noch wächst der Optik. Bisschen Gouda-Käse, kann man auch weglassen. Ja, und das war's schon. Und sobald ich hier jetzt die Gürkchen fertig habe, ja, gehen wir weiter oder machen wir weiter mit dem Bacon und den Fischstäbchen. So, rein damit. Und fertig ist die verfeinerte Remoulade. Mhm. Viel besser. Jawohl. Dann können wir schon mit unseren Fischstäbchen anfangen. Die nehmen wir ganz einfach, jeweils eine Scheibe Bacon dazu. Dann, wer hätte es gedacht? Wir wickeln einfach den Bacon einmal außenrum und rein theoretisch sollte eine Scheibe Bacon für ein Fischstäbchen reichen. So. Und wenn so wie hier eine Scheibe Bacon übrig bleibt, gar kein Problem. Stückchen Gurke drauf und ab in den Hals.
Und Leute, wisst ihr, was jetzt kommt? Ganz genau. Wir packen uns alles auf ein Brettchen und dann sehen wir uns draußen am Grill. Nein, an der Feuerplatte. Hier eben noch die kleine Übersicht. Ja, im Prinzip genau dieselbe wie draußen, außer dass noch die Grillzange, das Öl und Küchenpapier dabei liegt. Weil, ja, wir müssen ja die Feuerplatte auch einölen. Den Gussrost habe ich eingeölt und nein, verpackt wieder derweil vorerst. Und schaut's mal her. So sieht das jetzt mit der Krone aus. Die habe ich jetzt auch etwas eingeölt. Klar, das wird jetzt innen drin, das Öl wird gleich wieder verbrennen. Aber es bildet sich trotzdem eine kleine Patina. Und ja, wie gesagt, wenn es dann erkaltet ist oder fast kalt ist, auf alle Fälle nachölen. Gut, jetzt warten wir noch kurz, bis die Platte soweit aufgeheizt ist, dass sie einsatzbereit ist. Das dauert noch ein bisschen und dann können wir schon loslegen. So Leute, allmählich kommt die Platte. Heute befeuere ich im Übrigen nur rein mit Holz, wem es interessiert. Dann können wir unsere Fischstäbchen hier gleich mit draufhauen. Gurke. Die werden hier jetzt erstmal ein bisschen angebraten, umgedreht, weiter gebraten und dann werden wir gleich einmal die Buns in dem Baconfett dann, was sich da etwas verteilt, auch noch anrösten und dann geht es eigentlich schon wieder weiter. Und ihr seht es, je nach Hitzeentwicklung der Feuerplatte geht das Ganze recht fix. So, aber bevor uns jetzt der ganze Baconsaft verloren geht. Jetzt machen wir mal schnell auf die Seite. Ihr wisst ja, Baconsaft gibt Manneskraft und wer weiß, was am Abend ist. Also hier ist deutlich wärmer. So, der Saft ist aufgesaugt. Jetzt packen wir den da drüben nochmal auf. Legen die wieder hier rüber. Durchziehen. Das ist auch schon soweit fertig. Wer möchte, kann sie dann auch noch hochkant stellen. Na, das klappt doch. Gehen wir mal kurz hier rüber. So. Hier können wir unsere getunte Remoulade gleich verteilen. Auf Ober- und Unterteil gleichmäßig. Käse brauchen wir jetzt dann auch gleich. Gehen wir wieder zurück, nicht dass wir hier noch was verpassen. Nee, alle gleichzeitig geht schlecht. So, dann legen wir uns jeweils 4 Stück zusammen. Legen wir uns 4 Stück auf die andere Seite, da ist nicht ganz so extrem hot. Ziehen die 4 blassen Hund hier rüber. Die brauchen noch ein klein bisschen. Und über die hier
schmeißen jetzt unsere Scheibe Käse drauf. Also das waren die großen Scheiben, einmal in der Mitte halbiert. Kann man auch weglassen den Käse, je nachdem ob gewünscht oder nicht. Boah, mir steigt der Rauch in die Augen, Leute, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen grad. Tja, und auf der Seite geht es wie gesagt irgendwie schneller. Jetzt hier auch der Käse drüber. Und damit das jetzt nicht zu lange dauert, stelle ich hier noch kurz die Gloschen drüber. Da sammelt sich die Hitze, der Käse schmilzt wesentlich schneller. Wesentlich heißer auf der Seite, man sieht es am Käse. So Leute, aber bevor ich jetzt wieder den ganzen Käse auf der Feuerplatte verteilt habe und man nichts im Mund haben danach, sage ich, das ist fertig, das reicht vollkommen. Und zum fertig zusammenbauen schauen wir, dass wir die jetzt hier einmal hier drauf bekommen. Nicht wegrutschen. Aua, 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 aua. Man ganz einfach. Jo, hier drauf. So, Deckerle 1 und Deckerle 2. Ja, Zottel, du hast die Platte gerockt. Ja, Leute. Und so sehen die Fischstäbchen oder Bacon-Fischstäbchen-Burger aus. Nimm da einen. Aber Leute, jetzt gibt es mal wieder ein richtiges Burger-Burger-Burger. Aber den muss ich ja probieren, ob die Fischstäbchen überhaupt durch sind. Schaut euch das nochmal an. Also wirklich eine ganz einfache, schnelle Nummer. Wow, ich finde es absolut lecker, wirklich lecker. Tja, und für alle, wo immer so saublöd rumreden, ich würde gar keinen Fisch essen. Also den esse ich schon gleich auf. Machen wir jetzt noch ganz schnell das Fazit. Nein, Fazit machen wir nachher, wenn Schatz das auch noch beurteilen kann. Punkt. Herrliche Sauerei wieder. Mann, Mann, Mann. Ist das mit der Soße schlotzig. So, Freunde, dann kommen wir noch zu unserem Fazit. Wirklich sehr, sehr lecker und da drüben rauchst du schon wieder rüber oder immer noch. Also mir persönlich, Fischstäbchen mag ich ja mit dem Käse, dieser Remoulade, die noch mit dem Gürkchen und ein bisschen Gürkchenwasser aufgewertet wurde. Wirklich lecker, richtig lecker. Mein Schatz, komm mal näher, dass die Leute da. Nicht... Du bist so weit weg, da muss ich beim Bearbeiten immer den Ton so hochstellen. Ja, mach halt. Komm näher, komm hier hinten um die Cam rum. Mädels wieder, dann nehme ich jetzt die Cam hier runter und geht trotzdem ein bisschen näher. Da hört man sie nämlich wesentlich besser.
jetzt sprech. War sehr lecker. Sehr lecker, weil ich mag ja Fisch. Mhm. Ich mag ja auch gern den Fischburger vom Mac. Wenn der nicht ganz so gräßig wäre manchmal. Und das Brötchen schmeckt ja auch nicht vom Mac. Aber der war wirklich genial jetzt. Die Remoulade, handelsübliche Remoulade, nur mit Zwiebeln verfeinert. Zwiebeln sage ich, mit Gurken. Super, wunderbar. Leute, was soll ich dazu noch sagen? Wem es gefallen hat, Däumchen nach oben, ist übrigens ein Burger, den man sehr gut den Kids anbieten kann. Und ja, in diesem Sinne, Leute, wir sehen uns das nächste Mal. Tschaikowski.